Rote Teppiche, Privatjets, exotische Locations. Das Leben eines Schauspielers wirkt ziemlich exklusiv. Aber vergesst nicht, dass Schauspieler zu sein Arbeit erfordert. Und das bedeutet oft, dass man in einige recht unangenehme Situationen gerät. Wenn die Dinge zu weit gehen und ein Star sich weigert, eine Szene zu spielen, können die Fans nur darüber spekulieren, was es für ein Drama am Set gab. Hier seht ihr einige Filmszenen, die die Schauspieler nicht drehen wollten. Isla Fischers Durchbruch als Gloria Cleary in Die Hochzeitscrasher aus dem Jahr 2005 machte sie berühmt. Außerdem bewies sie ihre komödiantische Stärke. Der Film war an der Kinokasse ein Riesenerfolg, was zum Teil auf scharfe, nicht jugendfreie Gags zurückzuführen war. Für Fischer waren Nacktszenen ein absolutes No-Go. In einem Interview mit Entertainment Weekly erläuterte sie, wie viele Szenen sie übersprungen hat und wie viele Stand-ins ihr Drehvertrag festgelegt hat. Sie sagte, ich hatte ein Handdouble für die Szene unter dem Tisch, ich hatte ein Brustdouble für Brust im Gesicht und ein Po-Double. Mein Argument war, wenn man die Brust einer Figur sieht, ist sie nicht mehr lustig. Diese Diskussion mit dem Produzenten habe ich verloren. The Fast and the Furious Franchise ist ein Koloss, doch die Produktion des 8. Films, Fast and the Furious 8, erwies sich dank der konkurrierenden Egos zweier der größten Franchise-Stars, Dwayne Johnson und Vin Diesel, als sehr schwierig. Tatsächlich stellte sich heraus, dass der Beef so schlimm war, dass die beiden sich weigerten, gemeinsam zu drehen. Begonnen hatte alles im Jahr 2016, als Johnson während der Dreharbeiten auf Social Media ging. In einem inzwischen gelöschten Instagram-Post schrieb er zum Film, einige Männer verhalten sich als aufrechte Männer und echte Profis, während andere das nicht tun. Diejenigen, die es nicht tun, geben ein, etwas dagegen zu unternehmen. TMZ berichtete, dass am Tag danach Johnson und Diesel ein Geheimtreffen hatten, was bestätigt, dass Diesel das Thema des Social Media Posts von Johnson war. Quellen berichteten, dass die Dinge am Set so unangenehm waren, dass es unmöglich war, Szenen zu drehen. In einem Interview mit Rolling Stone aus dem Jahr 2018 bestätigte Johnson selbst, dass sie keine Szenen zusammenfilmten und seine Szenen mit Diesel in Fast and the Furious 8 das Ergebnis einer cleveren Nachbearbeitung sind. It ain't too late to stop this. Emma Watson hat in verschiedenen Rollen eine große Bandbreite gezeigt, seit sie als Kinderschauspielerin in Harry Potter den Durchbruch hatte. Aber keine davon bereitete sie auf ihren unangenehmen Cameo-Auftritt in Das ist das Ende vor. Die schwarze Komödie war so ziemlich genau das, was man von Seth Rogen und seinem Autorkollegen Evan Goldberg erwarten würde, deren übertriebene Sensibilität sich mit Superbad etabliert hatte. It's real, it's heavy. Wie der Rest der All-Star-Besetzung spielte Watson eine übertriebene Version von sich selbst. Aber sie fühlte sich während der Dreharbeiten in der Jungsrunde nicht gerade willkommen. Laut einem Komparsen ging Watson vom Set bei einer Szene, in der Channing Tatum in einem überraschenden Cameo-Auftritt zu sehen war. Channing, introduce yourself. Hey, what's up, man? Y'all cool? It's Channing Tatum. That's Channing Tatum, dude. What the Pop Focal hat den seitdem gelöschten Blogpost aufgegriffen, der behauptet, Channing entschied sich für ein paar Breakdances vor ihr und hatte nur einen Tanga an. Emma stürmte vom Set. Also packten wir 5 Minuten später zusammen. James Franco schien die Geschichte im Gespräch mit dem Interviewmagazin zu bestätigen. Er erklärte, es ist eine lustige Sache in diesem Film passiert, den ich gerade mache. Der Film ist eine Komödie, jedoch auf ihre Art empörend und diese Schauspielerin, ich werde nicht sagen wer, sie hatte eine kleine Rolle, lief aus dem Film mitten in einer Szene. Watson hat zu ihrem angeblichen Ausstieg nie Stellung genommen, obwohl sie später sagte, dass sie ihre Zeit beim Dreh genossen habe. How could I miss out on the chance to work with some of the best, like the most impressive lineup of the best comedians that there are basically in the world right now? Die Blade-Trilogie war Marvels erste Trilogie, aber der letzte Teil, Blade Trinity, hat das Publikum nicht begeistert, als es 2004 in die Kinos kam. Von Kritikern als flach und diffus eingestuft, waren die Fans sehr enttäuscht. Vor allem, nachdem Snipes eine Klage gegen die Produktionsfirma nach der Veröffentlichung des Films erhoben hatte. 8 Jahre nach Erscheinen des Films brachte der Schauspieler Patton Oswalt ein wenig Licht in die Geschehnisse, nämlich, dass Snipes sich angeblich weigerte, die meisten seiner Szenen zu drehen. Oswalt sagte dem AV Club, er kam nicht aus seinem Wohnwagen raus, er ging nur für Nahaufnahmen zum Set. Alles andere wurde von seinem Double erledigt. Ich habe nur eine Szene mit ihm gehabt. Oswalt verriet auch, dass Snipes einen großen Streit mit dem Regisseur David Goyer während einer Filmnacht in Vancouver hatte. Als die Fehde weiterging, wurde es noch lächerlicher. He resorted to just give, he would communicate with Post-its that he would give to the director and each one he would sign Blade. So.
Anna Kendrick wurde durch Pitch Perfect als Becca, die rebellische Sopranistin der Bellas, ein internationaler Superstar. Und es scheint so, als wäre ihre reale Persönlichkeit nicht weit von der hartgesottenen Studentin entfernt, die sie auf der großen Leinwand spielte. Kendrick sprach sich darüber aus, eine potenzielle Handlung hinter sich zu lassen, die dazu geführt hätte, dass Becca eine romantische Beziehung zu einem Plattenmanager hat, der versucht, die Bellas Meisterin des Mashups dazu zu bringen, bei seinem Label zu unterschreiben. Sie sagte Harper's Bazaar UK, ursprünglich sollte der Musikbeauftragte mein romantisches Interesse sein, aber ich habe Nein gesagt, weil ich dachte, das wäre irgendwie problematisch. In demselben Interview erklärte Kendrick, dass sie die Produzenten zurückdrängte, die die Bellas gebeten hatten, in freizügigere Garderobe zu schlüpfen, und sagte: Es ist witzig. Wenn wir die Garderobe anprobieren, habe ich das Gefühl, dass wir von oben Anmerkungen erhalten, die besagen, dass sie enger sein und mehr Haut zeigen sollten. Und ich glaube, das ist nicht der Grund, warum die Leute den Film schauen. Kirk Camerons strikter christlicher Glaube bedeutet, dass er selbst die kleinste romantische Geste auf der Leinwand für riskant hält. Deshalb sagte er den Produzenten des 2008 gedrehten Familiendramas Fireproof, gib deinen Partner nicht auf, dass er seinen Co-Star nicht küssen würde. Wie Cameron während eines Auftritts in der Today Show behauptete, war es nicht nur der Kuss. Er kam über mehrere Handlungen, die er für unmoralisch hielt, mit dem Produzenten in Konflikt. Hauptsächlich, weil seine Feuerwehrmann-Figur einen Großteil des Films damit verbringt, über Scheidung nachzudenken. Diese Bekenntnis zur Ehe bedeutete, dass Cameron es ablehnte, die große Kussszene so zu drehen, wie sie geschrieben wurde. Das Filmteam veränderte die Szene und verwendete Camerons eigene Frau, die in das Kostüm der weiblichen Hauptrolle gekleidet war, mit wenig Licht und engen Winkeln. Oh, und sie sagen, Romantik ist tot.